Du hast eine WordPress-Webseite, die auf dem Enfold-Theme basiert. Und in Enfold werden jetzt zumindest aktuell noch Google-Fonts geladen. Wie du das hinbekommst, dass die lokal geladen werden und eben nicht mehr vom Server von Google, erkläre ich dir in diesem Video. Schritt Nummer 1 bei solchen Sachen sollte sein, dass du das nochmal prüfst und dich nicht irgendwie drauf verlässt, dass dir irgendjemand sagt, ja, das gibt hier dieses Problem. Das geht unter den Extras und dann Browserwerkzeugen und dann Werkzeuge für Webentwickler. Die habe ich hier schon aktiviert, jetzt sind die wieder weg, also rufe ich sie wieder auf. Das geht tatsächlich ein bisschen anders, wenn du nicht den Firefox auf dem Mac benutzt. Da gibt es hier irgendwie so 3 Punkte auf der rechten Seite und dann kann man hier noch weitere Sachen aufmachen. Zum Beispiel eben auch hier weitere Werkzeuge und dann gibt es hier auch die Werkzeuge für Webentwickler. Es funktioniert also auch so auf dem Mac, aber ich mache das normalerweise immer über die Navigation, weil ich das relativ logisch finde. Du möchtest hier in die Netzwerkanalyse gehen, ganz wichtig, das ist das richtige Tab. Du bist schon standardmäßig, meistens in der Konsole oder im Inspektor. Du möchtest auf die Netzwerkanalyse gehen und dann lädst du einfach einmal die Seite neu. Und dann siehst du jetzt hier, hier lädt quasi alles und da ist dann unter anderem in den meisten Fällen auch sowas hier dabei, zum Beispiel eben fonts.gsteak.com. Das heißt, hier wird etwas von Google Fonts geladen. Falls du die Übersicht der Hosts hier nicht siehst, machst du hier oben auf irgendeine der Spalten einen Rechtsklick und sagst dann, du möchtest hier quasi den Host mit dabei haben. Das ist ganz wichtig, weil du musst ja sehen, von wo diese Sache geladen wird, sonst kannst du auch nicht nachvollziehen, ob du gegen die DSGVO verstößt oder nicht. Wir gucken uns jetzt diese Einträge an. Der erste Eintrag sagt hier, das ist genau über meinem Kopf, so wie ich mich kenne. Ja, genau. Der erste Eintrag sagt uns hier, dass das Open Sans ist, das hier verwendet wird. Der zweite Eintrag sagt uns, dass Metrophobic verwendet wird. Der dritte Eintrag sagt uns nochmal Open Sans. Und der vierte Eintrag sagt uns, dass es sowohl Metrophobic als auch Open Sans ist. Also die Kurzversion, diese zwei Schriftarten werden verwendet. Das ist auch immer nochmal gut, dass man das nochmal nachschaut, um sich ganz sicher zu sein, was da aktuell verwendet wird. Der nächste Schritt ist jetzt in die Enfold-Optionen zu schauen. Also gehen wir ins Backend, gehen auf Enfold. Und dann würde ich dir hier empfehlen, zunächst auf das erweiterte Styling zu gehen und hier mal zu schauen, ob irgendwo eine andere Schriftart ausgewählt ist als Standard. Es könnte nämlich sein, dass hier irgendwo nochmal eine dritte, vierte, fünfte Google-Font ausgewählt ist, was natürlich eher schlecht für uns wäre. Hier sehen wir fast überall, oder beziehungsweise soweit ich das nachvollziehen kann, bei der, die gibt es auch nicht mal immer, die Schriftfamilie, dass hier eigentlich tatsächlich immer der Standard eingestellt ist. Also das sieht soweit gut aus und damit sind wir quasi hier auch schon fertig. Das ist so eine Rückversicherung, sollte man mal machen. Und dann gehen wir quasi vom erweiterten Styling aufs allgemeine Styling und im allgemeinen Styling findet man dann hier unten bei den Tabs, die es hier gibt, Schriften. Und in den Schriften sehen wir jetzt, dass der Bodytext hier rechts Open Sans ist. Ich lese irgendwie von rechts nach links. Und dann die Schriftart jeweils Metrophobic. Wir sehen hier auch keine anderen Angaben. Das heißt, alles, was wir bisher gesehen haben auf der Seite, deckt sich mit der Erfahrung, die wir über die Analyse gemacht haben, in der Netzwerkanalyse, dass es diese zwei Schriftarten eben sind. Eine Folgefrage ist meistens noch, wie fett denn diese Schriftarten sind. Da ist der Standard, dass die in der normalen Font Weight, nennt man das im Englischen, also die, der Schriftschnitt, nennt man es im Deutschen, vorhanden sind. Die ist als 400 bekannt und dann meistens nochmal als Fett. Fett ist in den meisten Fällen 700. In einzelnen Fällen wird auch die 600er Variante einer Schrift, die ist etwas weniger fett, verwendet. Also das heißt, diese zwei soll man üblicherweise nehmen. Wenn man es ganz sicher spielen will, nimmt man sich noch die 700 dazu. Da ist auch dir wieder alles überlassen. Aber auf der Seite selbst hatten wir hier gesehen, dass hier die 400 und die 600 steht als Schriftschnitte, also als die fetten der Schriftart, in welcher Breite die quasi vorkommen soll. Deswegen wollen wir uns jetzt diese beiden Schriftarten in diesen beiden Schriftstärken oder Fetten quasi holen. Und das geht am besten auf dem Heroku App Font Helper. Es gibt da ein Projekt, das jemand mal gestartet hat und das macht es dir wirklich total einfach, dir diese Google Fonts quasi zu holen und lokal auf deinem Rechner zu installieren, beziehungsweise dann lokal auf deinem Server, sodass die nicht von extern geladen werden müssen. Wir hatten die eine Schriftart, das war Open Sans, also geben wir hier oben hin einfach Open Sans ein. Dann können wir auswählen, welche Varianten wir von der Schriftart haben wollen. Latin ist normalerweise der Standard, es passt. Ich hatte neulich mit einer Seite zu tun, die hatte polnische Schriftzeichen, dann möchtest du Latin Extended wählen. Also da sind noch weitere Buchstaben dabei. Wir können hier auswählen, welche Fetten wir haben wollen. Wir sehen hier die Regular, das ist die AKA 400, das ist der Standard, die wollen wir haben. Und dann wollten wir noch die 600 haben, weil das eben die war, die vorher auf der Seite ist. Dann können wir hier auswählen, welche Varianten wir von dieser Schriftart haben wollen. Moderne Browser ist hier die bessere Variante, weil wir dann nur die WoW und die WoW 2 bekommen. Das steht auch hier
nochmal in klein. Das ist mittlerweile ein Format, das quasi jeder Browser beherrscht, sogar der uralte Internet Explorer. Also das reicht uns quasi vollkommen aus. Im letzten Schritt auf dieser Seite laden wir jetzt diese ZIP-Datei herunter, in der die Schriften drin stehen. Also das heißt, wir holen die uns jetzt und packen die jetzt in einen passenden Ordner. Ich lege den bei mir hier im Ordner Fonts ab, der heißt Open Sans V34. Das ist soweit in Ordnung, können wir einfach mal so abspeichern. Dann müssen wir das Ganze nochmal machen für die zweite Schriftart, die heißt Metrophobic. Also gehen wir hier zurück auf den Google Web Fonts Helper und geben dann hier oben Metrophobic ein. Gleiches Spiel wie zuvor, wir nehmen wieder Latin, wir möchten wieder Regular haben, die gibt es gar nicht in Fett, das kommt häufiger mal vor bei Schriftarten, ist also kein Problem. Auch hier sagen wir moderne Browsers bitte. Das hier können wir komplett ignorieren übrigens und wir laden uns auch diese Schriftart herunter und die kommt in den gleichen Ordner. Im nächsten Schritt würde ich dir empfehlen, diese mal kurz zu entpacken und zwar wirklich beide. Ja, hier haben wir jetzt die Metrophobic. Hier sehen wir, das sind nur die Schriften drin, das sieht also gut aus und es wird bei der Open Sans Alo genauso sein. Wichtig ist, dass da keine anderen Dateien mit dem Ordner liegen, das ist der Fall, also können wir das hier direkt wieder löschen, weil wir brauchen jetzt nur diese zwei ZIP-Dateien. Diese ZIP-Files können wir jetzt in den Font Manager von Enfold hochladen, dazu gehen wir zurück in die Enfold-Option, dann unter Import und Export und noch mehr, kann man hier ganz nach unten und dann gibt es hier den Manager für benutzerdefinierte Schriftarten. Da können wir dann sagen, okay, wir möchten eine ZIP-Datei hochladen oder auswählen und dann ist der nächste Schritt, dass wir uns die jetzt quasi beide oder eine, je nachdem, ich mach's mal schnell, hochladen per Drag and Drop. Falls du die bei dir nicht siehst, keine Sorge, das war bei mir auch so. Du siehst aber hier rechts, dass die offenbar hochgeladen wurde. Dann sagst du einfach mal ZIP-Datei einfügen, ohne irgendwas anderes auszuprobieren. Wir sehen dann die Schriftart. Was macht er denn jetzt hier? Er springt hier einmal durch. Er sagt uns jetzt hier, er hat jetzt eine Schriftart und die heißt Open Sans V34 Latin. Die hat er jetzt als Normal 400 angelegt. Das klingt irgendwie so mittelmäßig richtig. Wir gehen mal davon aus, dass das korrekt ist. Dann möchten wir nochmal eine ZIP hochladen. Und diesmal nehmen wir jetzt die andere, das ist die Metrophobic. Diesmal werden die auch korrekt angezeigt. Und dann möchten wir auch diese hier einfügen. Jetzt haben wir die beide hochgeladen. Er sagt uns auch, es gibt hier keine Probleme. Er lädt immer noch mal alles neu aus Gründen. Und dann sagen wir hier zur Sicherheit alle Änderungen speichern, auch wenn wir hier eigentlich nicht sonderlich was geändert haben. Nachdem das durchgelaufen ist, können wir jetzt diese Schriftarten, die wir eben hochgeladen haben, auch bei den Font Options hinterlegen. Das heißt, wir gehen dahin, wo wir zuerst waren, bei allgemeines Styling und dann gibt es jetzt die Möglichkeit, hier auf Schriften zu gehen. Und anstelle der Metrophobic, die wir bisher hatten, ganz unten gibt es die hochgeladenen Schriften und dann wollen wir jetzt hier logischerweise die Metrophobic auswählen und anstelle der Open Sans wollen wir ganz nach unten gehen und haben hier die Open Sans. Dass die noch eine V im Namen drin haben, ist überhaupt kein Problem. Damit kommen wir vollkommen zurecht. Wir sehen hier oben den Preview quasi von der ganzen Sache. Wir haben hier die Seite offen. Wir machen uns mal das hier unten weg und dann sagen wir anschließend hier, wir speichern nochmal die Änderungen. Jetzt ist es meistens am sinnvollsten, dass man sich diese Seite in einem neuen Tab aufmacht und dann dieses Tab hier mit dem Tab vorher vergleicht. Also wirklich zwischen den beiden Tabs hier mal einmal hin, einmal her springt und dann guckt, ob es Unterschiede gibt. Mir fällt jetzt zum Beispiel auf, dass hier oben in der Navigationszeile die Schrift hier ein bisschen dünner ist als hier. Die scheint hier minimal fetter zu sein. Das heißt, es kann sein, dass die Open Sans, die da vorher drin war, oder die Metrophobic, die da vorher drin war, geringfügig dicker war als die, die wir jetzt haben. Aus meiner Sicht ist es jetzt hier kein Dealbreaker, das sieht quasi genauso aus. Und ich würde sagen, okay, ich vernachlässige mal dieses Problem. Wir gucken nochmal nach unten, wir haben hier noch einen Abschnitt, scrollen hier nochmal nach unten. Und auch da ist es wieder sinnvoll, wirklich sich das alte Tab offen zu lassen, damit man hin und her springen kann. Und wir sehen hier, der einzige Unterschied ist, dass der Content minimal nach oben oder unten springt. Wenn man sich dann perfekt ausrichtet, was eigentlich die Mühe nicht wert ist, aber naja, dann sehen wir hier, wenn wir zwischen diesen zwei Tabs springen, idealerweise mit einem Tastatur, Shortcut, dass beide Tabs quasi identisch ausschauen. Und das ist natürlich ganz genau das von uns gewünschte Ereignis oder das gewünschte Ergebnis vielmehr. Und jetzt wäre der letzte Schritt, dass wir natürlich wieder in die Netzwerkanalyse gehen und dieses neue Tab nochmal laden. Und dann ist natürlich die große Frage, was passiert jetzt im Hinblick auf die Ladungen von Google Fonts? Und wir sehen jetzt hier, wenn wir das mal nach Host sortieren, wir fangen an mit der Bautrocknung Yeist ganz oben. Wenn wir dann die Reihenfolge umkehren, indem wir hier nochmal draufklicken, sehen wir, dass es ein Stat-Counter drin ist. Der sorgt quasi für uns dafür, um die Aufrufe der Seite zu zählen. Komische Lösung, die bauen wir wahrscheinlich auch noch aus, weil ich da auch nicht sicher bin, ob die DSGVO-konform ist. Aber danach kommt wieder die Bautrocknung Yeist. Und wer das Alphabet beherrscht und weiß, dass nach BB kommt, der weiß, dass dazwischen kein F mehr vorhanden ist. Ja? Also das heißt, wir haben hier, wir können hier einmal nach oben, von unten durchscrollen. Wir finden jetzt hier keine Aufrufe mehr von fonts.google.com oder irgendwas in dieser Richtung. Das heißt, wir haben jetzt im Endeffekt dafür gesorgt, dass eben diese Google Fonts in Enfold
DSGVO-konform eingebaut worden sind. Ich hoffe, das Video hat dir weitergeholfen und war konkret genug, damit du auch den ganzen Schritten folgen kannst. Falls du an irgendeiner Stelle Probleme hast, dann gerne nochmal eine Rückmeldung geben. Den Link zu allen wichtigen Tools, die wir hier im Video verwendet haben, insbesondere diesen Google Webfont Helper, findest du selbstverständlich nochmal unten in der Videobeschreibung. Musst du nicht irgendwie bei Google eingeben und suchen, sondern wir haben natürlich direkt den Link für dich, damit du das schnell hinbekommst. Falls dich dieses Thema interessiert, weil du irgendwie eine Abmahnung bekommen hast oder allgemein Panik schiebst wegen der Verwendung von Google Fonts und im Thema DSGVO im Allgemeinen, da haben wir ein sehr, sehr ausführliches Video zu. Das verlinke ich dir mal hier. Das geht momentan gut ab, weil sich das jeder anschaut, weil jeder zweite irgendwie gerade ein Abmahnschreiben bekommt aufgrund der Verwendung von Google Fonts. Ich hoffe, es hat dir weitergeholfen. Dieser Kanal ist genau für solche Sachen da, falls du mehr aus deiner Webseite herausholen willst bei WordPress, zum Beispiel DSGVO-konform werden willst. Dementsprechend ist es cool, wenn du ihn abonnierst oder mal einen Kommentar hinterlässt. Dann sehen wir uns hoffentlich bald mal wieder. Mach's gut. Bis dann.